Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion mit mir im Pyrus. Ich hab einfach mal auf den Tastatur drauf. Was? Da kann man hier hochfahren. Sprunghebel. Ja, Leute, es geht weiter hier. Okay. Ja, bei Oblivion, in einem Oblivion-Ding. Also man muss sagen, wenn bei Oblivion in dem Oblivion-Teil. Leute, das ist ja ein cooler Fahrstuhl. Alter, ich liebe die Oblivion-Welten jetzt schon, ne? Gibt's davon mehrere bestimmt, oder? Natürlich ein paar Fahrfahren geben. Geht das? Warte. Muss doch gehen. Das waren die Spinnen. Ah ja. Okay. Auf damit. Ja, ist ja gut. Ja, ja, ja. Also mittlerweile jetzt so gruselig bist du nicht mehr. Der Schock lässt nach. Das ist wirklich so, ne? Damals wirklich immer nie. Kannst du halt immer wieder neues spawnen? Ich weiß gar nicht, oder kannst du es nur zweimal? Ich weiß nicht, können die das eigentlich nur zweimal oder können die jetzt immer wieder gut spawnen? Der Schwimmer braucht da eine Energie wieder aufzuladen. Okay, cool. Wollte ich nicht. Wollte ich das? Ah ja. Und jetzt? Ich glaube, hier oben ist nichts mehr, kann das sein? Ne, hier ist echt nichts mehr. Ja. Wir können gleich wieder gehen. Wow, also wir waren jetzt nur hier, um die eine Spinne zu killen. Okay, ja, wir müssen auch ein Level-Up machen, aber diese Oblivion-Welten sind ja mal sowas von geil. Also ohne Witz, das finde ich ja halt sehr geil, ne? Wieso habe ich jetzt eigentlich so... Also ja, ich habe dann gebraucht, für die Hauptquest nicht gemacht, das wäre mal schade gewesen. Aber nee, ist dann die Falle schlimm? Warten, bis sie hochkommt. Ich würde echt aufpassen. Genau, dass ich hier nicht aufgespießt werde. Er hat sich halt lieber vorher abspringen, muss ja nicht ganz runterfahren. Nice. Okay. Mhm. Also, bin gespannt, was heute in dieser Oblivion-Welt noch passiert, ne? Schönes, also. Sie ist aber wirklich cool gemacht, das muss man sagen. Also, cool gemacht ist sie auf jeden Fall. Also, mit einer. Also ganz ehrlich, mit einer geilsten Spielwelt, die ich je gesehen habe. Also jetzt in einem Spiel, ne? Also ist ja eine Ex... Weiß ich doch nicht. Das ist immer so ein guter Indikator, um zu gucken, ob Feind kommt. Mache ich immer mal wieder ganz gerne den Trick. Ich muss sagen... Ich finde das halt echt geil. Und das finde ich sogar so viel spannender, als irgendwie so eine Hütte, die tausendste Höhle mir anzugucken. Weil, ja... Ja, kann man machen. Finde ich allerdings nicht so spannend. Ich glaube, die drei jetzt nämlich genug, oder? Wir wollen ja eigentlich was anderes machen. Aber ich finde halt, deswegen mache ich die Höhlen ja auch nicht mehr so. Ich finde das auch so. Boah, machen wir noch ein paar Höhlen höher. Ich kann ja noch mal ein paar sammeln. Aus Sicherheitsgründen. Wir sammeln da einfach noch mal ein paar. Hä? Was ist das eigentlich? Warte mal. Aua, 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 aua. Das waren Schmerzen. Das waren Schmerzen. Da habe ich mich jetzt gefühlt gleich. Was? Wie in einer Runde Deadline. Kennt ihr Deadline aus. Deadline hieß das, ne? Aus. Was wollte ich sagen? Aus Mario. Komme ich jetzt auf Mario? Wie hieß denn das Spiel?
Der ganz bekannt. God of War. God of War heißt es nicht. Es hieß GTA. GTA. Es hieß GTA. Es ist nicht so schwer, Leute. Wer kriegt sich hin? Es hieß Grand Theft Auto. GTA 5 hieß es. Genau, da gibt es einen Modus, heißt Deadline. Ziemlich cool. Ein sehr lustiger Modus. Hallöchen! Hallöchen, Popöchen, wie geht's so? Wie geht's es, werde, wie ich es werde befinden? Ja, klar, spawnt aber alle eure Missgeburten hier, Alter, ja. Was ist denn hier los, nochmal? Macht ihr eigentlich nur einmal, macht ihr auch tausendmal? Ja, aber Synchronprügel. Die Synchronschläger. Ich sollte auch mal, ich block aber auch nie, ne? Ich bin auch jemand, der ein Schild und nicht blockt, ne? Aber ich muss einen mit Schild spielen. Danke. Danke für die. Danke für die Schläge. Danke, danke, danke. D3 Herz bedeutet für mich Schmerz. Oh Gott, wie machen die? 2! Müssen aufpassen. Aber ein bisschen aufpassen mit Dinge mitnehmen. Oh, warte mal. Ist hier geht das wohl? Ich will mich ganz gern vorher heilen. Ja. Ey, eben du auf die Schnauze gekriegt, wenn ich nochmal drauf die Schnauze kriegt, dann war's das. Dann war doch noch ein Gegner, ne? Aber vielleicht soll ich mich nicht mit jedem anlegen, ich hab immer so viel Hämmer. Hämmerchen. Ich hab da ein paar, hab das wieder vergessen. Okay. Korridor der Lösung. Ich glaube von oben, ne? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach nach oben. Ja, ich glaube nicht, dass es, ich glaube schon, dass es noch ein paar mehrere geben wird von den Oblivion-Toren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur das eine ist. Weil das Spiel heißt Oblivion, das wird schon ein paar Stück davon geben. Also ich hoffe es. Ey, das ist so geil gemacht. Das ist so ein bisschen Doom. Es ist ein bisschen wie Doom. Es ist wie Doom im Mittelalter. Ich meine, das ist ja ein blödes Beispiel. Es ist jetzt nicht Doom im Mittelalter vom Ding her. Vom Machart, aber ich finde ich habe das Gefühl, dass der mit Doom, ich weiß nicht, ob das stimmt. Hallöchen, nicht abhauen hier. Ja. Oh ja, wenn ich dich rumheile, dann kann ich auch kämpfen. Na ja, gut, ich heile mich auch immer hoch, aber ich mach das ja auch. Bin der Held. Ja, schöne Geschichte. Der Held von Quatsch. Ich meine, ich mag aber nicht Held von Quatsch halten. Ganz ehrlich, ich finde das so Quatsch irgendwie. Ich finde das irgendwie bescheuert. Ja, ich weiß nicht, ich muss immer das Wort Quatsch denken. Das ist ein Scheiße. Würde anders heißen. Wo sind wir? Der Held von Quatsch. Junge, stell dir mal vor, den. Hey. Doch keiner ernst. Kein Mensch. Aua. Das sind Schläge. Alter, das sind Schläge. Mal. Sehr gut, nochmal. Kann man machen, das rundenbasiert. Genau, oder auch nicht. Ich wollte es gerade rundenbasiert mit dir machen. Du einmal, ich einmal. Das Blutfest. Also sehe ich mich. Da sehe ich mich. Müsste ein Vampir sein. Nein, bitte nicht. Ich hasse Vampir sein. Ich habe mal geguckt, ne, Vampir sein. Manche finden das ja richtig geil. Also weiß ich nicht. Mal gucken, ob man hier rein, ne? Ich weiß gar nicht, ich mag. Ich habe Angst vor Erkunden. Ne? Geht. Ja, weil Vorsicht drücken bestimmt das hilft. Weiß ich gar nicht was. Ich hab noch 5. Alter, geil. Ich hab die jetzt bis zum Ende wirklich aufgebraucht, ne? Bin richtig stolz auf mich. Ist glaube ich auch ein bisschen dumm. Aber ich muss sagen, ich fühle mich echt ein bisschen wie Doom. Ich mag das voll. Es ist auch nicht, ist aber auch nicht so gruselig. Ne? Es ist nicht gruselig, finde ich. Es ist so eine
Oh, da bin ich wieder hier. Ach so, verschiedene Eingänge. Ach so. Oh. Also, es ist wirklich nicht so, nicht so dermaßen, dass man die gerne einen Herzinfarkt kriegt. Oder so, dass man jetzt mehr Angst haben muss. Das mache ich nämlich auch nicht. Oder gejagt oder. Was weiß der Geier. Ach so, die mehreren Türen sind einfach. Mehrere Türen. Also. Ah, okay. Ist ja easy. Hallöchen, Popöchen, wie geht's dir, du Mora? Du hast auch die drei Herzen. Ah. Neues Tränke. Moment mal, da haben wir hier zwei übersehen. Ich weiß halt nicht, woran ich gucken muss, aber ich habe auch gelesen, dass diese Quest wohl verbuggt sein sollen. Manchmal kann es wohl auch sein, dass man Glück haben kann, dass weniger Detra-Herzen zum Erfolg führen. Also, dass man nicht 20 braucht, aber das ist dann ein Bug. Aber gut, ich werde jetzt nicht darauf bauen, dass das Spiel bei mir rumbuggt. Das war auch witzig, ne? Wir bauen darauf, dass ein Spiel rumbuggt. Achso, ja, das Blutfest, ist das Blutfest, na gut. Ich glaube, wir können ja einfach den Weg folgen. Aber. Das ist ja so interessant und cool gemacht. Wie easy warst du denn? Leute reinlaufen? Wird bescheuert. Und tödlich. Oh! Ach ja, da stimmt, da war ja ein Gegner. Einfach weiter. Entschuldigung, hab ich ablenken lassen. Was ist das denn? Oh, eine Leiche. Da bin ich dumm. Was war da, Alter? Logen des Grüßen oder wie? Ich bin Sauron! Ich werde alle versklaven. Ne, keine Ahnung. War das Sauron? Wollte er versklaven? Ich glaube ja. Aber das wollte er doch, ne? Genau, ich bin Sauron. Ich bin die Sau namens Ron. Allein aus Sauron. Wer will denn Sauron heißen? Soll die Sau namens Ron oder was? Schnell. Dann kann ich Leiche sprechen. Was ist denn? Achso, was ist heute? Jetzt sprechen schon Leichen zu mir. Hierher. Schnell. Haha! Haha! Ihr dürftet gar nicht hier sein. Achso, echt? Ah, verlaufen. Euer Blut ist vergossen. Euer Fleisch ist mein. Euer Fleisch ist mein. Bist du ein Kannibale? Der ist auf jeden Fall kein Veganer. Ach, du bist im Käfig. Achtung. Was denn? Achso, da ist ein Gegner. Achso, da ist ein Gegner. Wo denn? Kannst du den hier? Halt die Fresse. Käfig. Hier drüben. Wie bitte? Ei. Hey! Du nervst mich, ne? Na komm, wir machen uns rundenbasiert. Komm. Ja, jetzt ich einmal. Jetzt du. Jetzt will ich. Jetzt hier du. Jetzt will ich. Rundenbasiert. JRPG, Alter. Ich mach Oblivion Team JRPG. Na? Hallo, wie geht's denn so? Schnell, schnell, keine Zeit. Ihr müsst den großen Turm hinauf. Man nennt ihn den Sigilburgfried. Damit wird das Oblivion-Tor offen gehalten. Mhm. Findet den Siegelstein, entfernt ihn und das Oblivion-Tor wird sich schließen. Schnell, der Wächter hat den Schlüssel. Ihr müsst den Schlüssel holen. Okay. Ich könnte jetzt einfach gehen. Aha, wie geil. Nehmt den macht. Wenn ich das geht. Nehmt den Schlüssel, geht zum Sigil Burgfried und sucht den Siegelstein. Das ist die einzige Möglichkeit. Macht euch keine Sorgen um mich, dafür ist keine Zeit. Los, Bewegung! Ich hab mir noch nie Sorgen um dich gemacht, du warst mit mir scheißegal. Ich hab keine Ahnung, wie ich den Ding aufricht.
Na gut, dann versauerst du ja einfach, mir egal. Tschüss. War schön mit dir. Wünsche noch ein geiles Leben. Mit knallharten Champagnerfäden. Tschüss. Ich lasse den einfach sterben. Dann kann ich nachher erben. Ne, kann ich aber nicht. Stimmt. Wo ist denn das Oblivion-Tor? Dann Siegel-Scheiße da. Warum hast du das nicht? Warum wird der eigentlich gefangen genommen? Achso, das ist auch nicht für das Ding gedacht. Achso, hierfür gedacht. Also ich kann dich gar nicht rausholen. Du verhungerst da. Stell dir vor, du verhungerst in der Hölle. Das ist auch ein geiler Tod. Ich meine, das ist wirklich witzig, weil du... Hi! Spieß dich auf. Die Macht der Spieße! Die Macht des Logan ist in uns! Gott, ich mache einen tollen Sprung, ne? Geronimo! Glück gehabt. Lalelu, lalalala, ich bringe alle um. Komm, was auf hier. Oh, der Ausstieg war wirklich hinaus. Der hat Bock. Ist auch wenig, man muss ja Lust auf eine Arbeit haben. Warum machen die das denn eigentlich überhaupt, die Detra? Einfach nur, um jemand pervers auf den Sack zu gehen, weil die ihr Leben... Entschuldigung, danke. Leben von Oblivion. Wer wieder hier oben? Mhm. Wo geht's jetzt hier dann? Weiß, ich soll hier nicht rein, aber Fleischhafen. Fleischhafen! Das ist ja lustig dann. Müssen wir mal einen Fleischhafen angucken. Davon träume ich schon seit ich Kind bin, tatsächlich. Da wusste ich nicht, groß werde, gucke ich mir einen Fleischhafen an. Ja. Sind hier wie Schätze? Geld? Ist hier Geld? Gibt's hier Geld? Ich will das haben. Wenn es hier Geld gibt, natürlich. Hier in Oblivion. Okay. Eine Spinne gibt's hier. Eine Spinne. Ist so. Komm mal. Ich hab auf jeden Fall was Cooles gefunden. Warte mal. Habt ihr was? Aber Geschwindigkeit, schade, der Junge. Dietra Sack. Das ist voller Kack. Salz der Abgründe, okay. Hallo, funktioniert? Schwer beschädigter Leichenzerquetscher. Also, die Leichenzerquetscher von damals, ne? Die, was? Die waren scheiße, Leute. Da kann ich einfach die Geschichten drüber erzählen. Heißt, da wollte ich einfach mal, nachdem ich meine Ehefrau umgebracht habe, damit mich die Polizei nicht findet, einfach die Leiche zerquetschen. Und es ging einfach nicht, weil der Leichenzerquetscher immer wieder kaputt war. Nur weil es die 10. war. Also ganz ehrlich, also mehr als 10 schaffen die meisten nicht. Es ist sehr traurig. Ah ja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ah. Huhuhu. Automat. Ah! Ich werde aufgespießt. Alter, ich will nicht aufgespießt werden. Ich will nicht wie jedes im Kreuz enden. Danke. Kein Bock. Ich wurde aufgespießt, oder? Mich hat's, glaube ich, getroffen. Scheiße. Aber gut. Aber mich beglückt auch einfach nichts mehr, ne? Geld habe ich genug. Lauf weg. Ich renn. Ich komm. Nur mit Mühe scheinen, ne? Egal. Gut. Ist er eben reingelaufen? Geil. Brauchst du nicht? Sterben tust du sowieso. Ich kann da auch hinterherlaufen.
Korridore der dunklen Erlösung. Bitte was? Ebene von Oblivion. Sieht jetzt nicht so spannend an. Ja, wenn ich Geld brauche. Ich habe so viel Geld und ich habe so einen krassen Charakter. Ich glaube, ich brauche kein Geld mehr. Ich weiß nicht mal, wofür ich Geld brauche. Ich weiß nicht mal, wofür ich irgendwas brauche. Das ist ein bisschen das Problem, weil... Bin ich hier? Ja. Ist richtig? Mhm. Hallöchen, ich muss mal das Oblivion-Tor schließen. In der Elder Scrolls of Oblivion. Jetzt kannst du gehen. Guten Flug, Arschloch. Kniet nieder, Flegel. Knie du doch nieder, du. Du gottloses Stück Scheiße. Sag ich doch. Ich weiß nicht, wie die da jetzt nicht bei euch mitleiden, wie zu viel. Aber ich glaube, wir behalten die alle jetzt mal. Und ehrlich, muss ja sonst nichts machen. Von dem Überschuss kann ich ja wegschmeißen. Ja, Alchemie habe ich nicht gemacht. Obwohl es eigentlich schlau gewesen wäre. Ich habe das aber nicht bedacht. Mir wurde das sogar gesagt, das zu tun, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Ich kann nicht dazu, ne? Du kannst natürlich kommen dazu. Aber ich habe es irgendwie nicht bedacht, weil es anders funktioniert hat nachher. Aber ist ja auch eigentlich scheißegal. Hauptsache es funktioniert, ganz ehrlich. Das ist bei mir immer. Wow, ein Gegner. Ich habe was gehört. Was ist? Wo bist du? Bin mir egal. Oh! Achso, da darf man nicht reinspringen. Achso, ich dachte, man fällt da ja so richtig hellenhaft rein. Upsala, das darf man wohl nicht. Achso, ist vielleicht nicht gerade die Idee des Entwicklers gewesen. Achso, ich dachte, ich bin ein Held. Voller Tatendrang. Und dann bin ich gestorben. Okay. Ich muss hier übrigens mal leveln, ich muss Hämmerchen kaufen. Ich muss Dinge tun, Leute. Ihr stört mich dabei. Weil ja nie aufhört. Hat einfach zu sagen, hey. Tut euer Schlimmstes. What the hell, Alter? Ich will keine schnellen Narkose. Alter, ja, da schlägt deine Puste. Macht Feuer auf mich, der wie eine Schule, Alter. Fresse. Den neuen Arschloch. Anzeige ist raus. Boah. Trank des Lebens. Ich nehme nie Tränke mit. Ich weiß, was ich nie brauche. Eigentlich. Was? Ist unter mir, oder? Bist du da? Ach, von da oben kommst du. Ach, da oben. Ach so. Danke. Danke sehr. Hilfreich. Ey, wenn die Feinde helfen. Du bist echt dumm, weißt du das? Ich hätte irgendwie eine gute Möglichkeit gehabt, mich irgendwie umzubringen, irgendwas zu tun, dich zu überpissen. Aber er hat ja Detroit, der bescheuert. Naja. Hast du wie Star Wars geguckt, ne? Na komm mal, endlich Star Wars Fan. Was ist jetzt? Jetzt kriegst du Angst, ne? Hat doch keinen Bock mehr, ne? Tut euer Schlimmstes. Ja, sieht aus wie der Ehenspitter aus. Jetzt reinspringen oder was? Ai. Nee, soll ich heute nicht tun. Der jetzt gegenschlagen. Ich glaube, der ist gegen. Ich mach das Ding jetzt kaputt. Scheißegal. Achso, da ist ein Emoji. Ich
habe irgendwas getan. Bin jetzt tot? Nee, ne? Ja. Ich habe das Tor geschlossen, indem ich den Siegelstein, der das Tor innerhalb Oblivion zwanghaft gestohlen habe. Ich sollte Savelin mitteilen, dass der Weg nach Quatsch nun hinein und offen ist. Ja gut, soweit würde die Hauptquest jetzt schon machen. Ich sollte jedenfalls so sagen, hey, alles gut. Quatsch ist sicher. A gate to Oblivion. Oh geil, so gesagt, so gesagt. Hey, nach Quatsch, ne? Du musst... das war ja, das war das. Du musst dir vorhin, das war mal ein Quatsch, ne? Den ganzen Scheiß jetzt zu machen. Ist übrigens sicher. Die Detras kommen nicht wieder, haben keinen Bock mehr. Einfach nicht ein. Ihr habt das Tor geschlossen? Nee, weißt du? Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Das ist unsere Chance zum Gegenangriff. Ach. Ich möchte, dass ihr mitkommt. Ihr habt viel mehr Kampferfahrung als diese Männer. Könnt ihr nun zu uns stoßen? Ich kann warten, aber nicht lange. Wir müssen schnell sein, bevor sie eine Chance haben, das Stadttor zu verbarrikadieren. Ich bin noch nicht bereit. Je länger wir warten, umso geringer werden unsere Erfolgsaussichten. Macht euch bereit. Und zwar schnell, wir müssen bald los. Okay. Seid schnell. Dies ist un... So. Ich bin schnell, ne? Bis dann, ne? Ich gehe mal immer erstmal gegen verkaufen. Die ganzen Pfeile, die ich da gesammelt habe. Jetzt stemme ich auch noch. Oh, wir haben 27 Minuten gemacht. Oh, Mensch, war aber geil. Das macht ja richtig Bock. Macht Bock, mehr Bock als Höhle, weil Höhle war so. Oh, laut die anderen Dinger. Boah, kann man machen. So, müsste ich ja eigentlich ganz genug haben. War mir ein Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Das ist mehr als. Warte mal. Ich habe 24 D3-Herzen. Ach du Scheiße, Vampir-Dinger-Scheiße da. Vampir-Stopper wie 6. Schönen Tag. Hallo. Hi. Sind da wieder neue gespawnt? Da sind. Warte, machen wir dann mal Quest an. Zu den Waffen. War noch 4. Zu den Waffen. Das ist egal, weil ich kein Vampir werde, ne? Wo seid ihr? Sterbt schon, wo verdammt. Aua. Der haben wir nämlich damit infiziert, habe ich ein Problem, Vampirstaub. 7. Ich brauche 4 Vampire, ach du Scheiße, Alter, komm. 4 Stück, das ist aber nicht so schwer. Ich will nur 4, ich will nicht mehr, ich will 4 Vampire. Acht an Dietrich, 8. Komm, wir kriegen 4 hin. Können wir kurz was skillen? Brauchen wir 2. Sehr schön. So, haben wir mal gemacht. Ja, ja, haben wir auch fertig. Mann, ich würde ganz gerne. Ja, oh ja, sehr gut. Hab ich gebaut und... Was ist das denn? Oh Gott! Ihr süßes Fleisch! Vielleicht. Hey! Move!
Uff. Da bin ich bei 9. Komm, eins noch, Leute. Lass mich nicht im Stich. Gib mir ein Vampirchenstaub, bitte. Da piss ich mich auch. Dann dort, oh, schade. Ah, komm, einer will wohl was sagen, ne? Komm. Gott sei Dank. Ich glaube, das war auch zu Ende. Ich glaube, ich habe wirklich Glück gehabt. Alter. Kann sein, dass man die nicht mehr so oft infiziert irgendwie? Doch. Vampirstaube 10, ne? Bei 10, ne? Aber er hat ja 10 gesagt. Nee, ja. 10, genau. Und ich habe von einem sogar 20 mitgenommen. Ja, da wird sich aber angeboten. Weil ich irgendwie. Nein, nicht weil ich dachte, man braucht jetzt 20, aber. Ne? Gut, geil! Wir haben's. Geil. Läuft. Ah, wir müssen Hämmer kaufen. Ich hab's. Nee, lass es gleich machen. Ich hab's wieder vergessen. Nun ja, wir haben's vergessen. Aber irgendwann geht das noch schief, ne? Man muss eigentlich nur Hämmerchen kaufen. Vergesst das jedes Mal. Ich bin ein schwieriger Mensch. So. Komm, lass uns. Recht. Recht, nee. Aber ich hätte gerne Bock auf noch mehr Oblivion-Höhlen, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich grüße euch. Seid ihr mit all den Dingen zurückgekehrt, die ihr sammeln solltet? Hier sind sie. Sehr gut. Findet ihr diese Dinge, werdet ihr wieder zu einem vollwertigen Mitglied der Gilde. Wisset jedoch, dass dies eure letzte Chance ist. Die Gilde hat kein Verständnis für derartige Verstöße. Lasst euch nun nicht weiter aufhalten. Empfehlung? Ihr habt noch nicht von allen erforderlichen Personen die Empfehlungen erhalten, Schüler. Bemüht euch weiter. Mm-hmm. Gott sei Dank, ich hab's. Lebt ich hab wohl. Die Quest fertig. Wir haben's. Die Frage ist, wollen wir jetzt den Durchbruch vom Belang von Quatsch machen? Wollen wir das mal machen ein bisschen? Also ist nicht die, ich will die Hauptquest nicht durchspielen, aber die Belagerung. Also, genau, also, dass ich wenigstens Quatsch rette, würde ich sagen, oder? Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Retten wir in der nächsten Folge Quatsch und dann sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Ich danke, wie immer, fürs Zuschauen mit dabei sein. Die Strafe ist abgezahlt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ein cooler Erfolg. Bis dann, euer Palmis. Haut rein, wir sehen uns. Tschüss, bis dann, ciao.